Der erste Schnitt 2023 beginnt. In der Nähe von Pfaffenhofen sind wir zu Gast bei Lohnunternehmen Burkhardt Agrar. Für einen Milchviehbetrieb wird heute Kleegras mit zwei Ladewagen eingefahren. Die Deutz-Fahrtraktoren aus einer Zeit vor AdBlue Abgasreinigung sind kaum zu überhören. Besonders dieser Agrotron 630 lässt die Nachbarschaft aufhorchen. Seine 220 Pferdestärken zieht er aus einem 6 Liter Sechszylinder-Aggregat. Der Straubmann-Ladewagen mit einem Leergewicht von fast 10 Tonnen kann bis zu 36 Kubikmeter lose oder aber 68 Kubikmeter gepresster Ladung aufnehmen. Um dieses Gewicht möglichst bodenschonend zu bewegen, sind 800er Reifen verbaut. Wollt ihr mehr Landtechnik-Videos sehen? Dann abonniert jetzt unseren Kanal hier auf YouTube.